Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eines meiner Lieblingsthemen nach dem DM-Haul und zwar My Secret Life Test. Und der letzte, der hat 45.000 Klicks gehabt, wurde dann gelöscht, leider, weil ich gehackt wurde. Und deshalb gebe ich euch heute ein Update davon und wenn euch das interessiert, dann bleibt gerne dran. So Friends, wir haben den ersten Tag des Foam Bleachings und ich möchte noch dazu sagen, ich benutze die Smile Secret Produkte schon über ein Jahr jetzt und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Die Produkte, also die einzelnen Vorteile muss ich euch einfach zu den Produkten dann separat erklären, weil man kann nicht einfach alles so jetzt aufzählen. Aber ihr werdet im Laufe der Tage jetzt, also der nächsten paar Minuten, alles erklärt bekommen und wir starten jetzt direkt einmal mit dem mit der Aktivkohle Zahnpasta Coco Smile und das Foam Bleaching. Das werden wir heute benutzen. Und die anderen Tage, da werde ich euch die Anwendung von diesen zwei Produkten nochmal ganz genau zeigen. Ich habe jetzt Zähne geputzt mit dieser Holzzahnbürste und mit dem Coco Smile. Und das ist einfach so ein Aktivkohlepulver und das mit dem putzt ihr 2 Minuten die Zähne. Und ihr könnt es auch immer abwechseln. Zum Beispiel nehme ich dann immer, also die nehme ich täglich und die nehme ich jeden zweiten Tag dazu. Und heute habe ich die erst benutzt, das Coco Smile Pulver. Geht ihr einfach leicht ins Wasser mit der Zahnbürste und dann fahrt ihr hier so rein. Und dann könnt ihr schon mit dem Pulver die Zähne putzen. Und dann die Aktivkohle Zahnpasta. Die habe ich heute auch wieder benutzt. Die Vorteile dieser Zahnpasta sind, dass sie fluoridfree ist und Mint-Flavor hat. Das heißt, sie schmeckt so ganz dezent nach Minze. Und das Coole und warum ich diese Produkte empfehle ist, die sind vegan, tierversuchsfrei, cruelty-free. Das heißt, kein Tier hat dafür leiden müssen. Deshalb kann man die Zahnpasta auch besten Gewissens benutzen. Die ist komplett schwarz, das seht ihr hier. Aber wie gesagt, ich zeige euch die Anwendung von diesen zwei Produkten in der nächsten Sequenz dann. Und wir benutzen jetzt erstmal das Whitening Kit. Und zwar ist das das Foam Bleaching von Smile Secret, das sieht so aus. Wir packen das jetzt gleich gemeinsam aus. Und zwar ist da erstmal hier oben das Foam Bleaching drinnen. Das ist das Mundstück mit den LEDs. Es sind so LEDs integriert. Da ist nochmal das Logo. Und das habe ich jetzt schon seit längerem, also denkt euch nichts. Hier ist der Knopf zum Aktivieren. Und hier ist ein Aufsatz fürs Telefon, fürs Smartphone. Telefon sagt man ja auch nicht mehr, fürs Smartphone. Und dann habt ihr hier einen Adapter. Zum Beispiel brauche ich den fürs iPhone X. Da habt ihr aber alle möglichen Handyadapter dabei. Und dann geht es hier auch schon weiter, da ist auch noch ein Adapter. Dann geht es hier auch schon weiter mit den Refill Pens. Und zwar habe ich da jetzt noch einen in Benutzung, der ist aber schon fast leer. Und da sind noch 3 neue mit dem Paket. Das heißt, bei dem Foam Bleaching ist dabei dieses Produkt hier und 3-mal die Refill Pens. Wenn ihr dann noch das Complete Set nehmt, da habt ihr dann die Coco Smile auch dabei, was ich sehr empfehlen würde. Und bei dem Ultimate Bundle ist dann auch noch dabei die Zahnpasta und die Coco Strips. So Leute, ihr bekommt hier auch noch einen Hack von mir. Ich benutze die Produkte ja jetzt schon länger und beginne jetzt wieder meine 5-tägige Routine. Das heißt, ich mache einmal im Monat 5 Tage, wo ich die Zähne bleache mit dem Foam Bleaching und den anderen Produkten. Und die Zahnpasta, wie gesagt, täglich. Und bevor ich jetzt das Foam Bleaching hier benutze, werde ich zuerst, nehmt ihr einfach ein ganz normales Taschentuch, und trocknet euch die Zähne ab. Das wissen die wenigsten, dass man das machen sollte. Und hier seht ihr auch ein kleines Vorhang. Sie sind schon wieder ein bisschen gelb geworden. Und dann nehmt ihr diesen Smile Secret Pen her. Dreht den auf. Da kommt dann eine Flüssigkeit raus. Und die tragt ihr gleichmäßig auch die Zähne auf. Sieht lustig aus. Gleichmäßig auftragen.
Und dann heißt das Home-Leaching anstecken ans Telefon. Hier mein Handy. Anstecken. Und einfach nur den Knopf hier drücken. Und dann aktiviert sich das und das hört automatisch nach 16 Minuten wieder auf. Und den Rest erkläre ich euch in den nächsten Sequenzen und in den nächsten Tagen. So Friends, wir sind jetzt bei Tag 2 angelangt und ich putze jetzt mit dieser Zahnpasta. Das ist eine Aktivkohle-Zahnpasta. Die war eigentlich schon offen. Meine Zähne, ich habe schon eine komplett leer gemacht. Die ist vegan und cruelty-free, paraben-free und peroxid-free, ganz wichtig. Und die hält auch die Zähne auf. Die könnt ihr täglich verwenden. Und dann tragt ihr einfach, übrigens, das ist die Zahnpasta. Übrigens, das ist die Zahnbürste von Smile Secret. Mit der putze ich meine Zähne und das ist jetzt so schwarz. Das ist eine Holzzahnbürste und die ist sehr gut für die Umwelt. Und mit der putzen wir jetzt mal 2 Minuten die Zähne. So Friends, und wenn ihr jetzt damit eure Zähne geputzt habt, normalerweise nehme ich das Coco Smile auch noch dazu, aber das hatte ich gestern schon. Und genau, dann geht es ans Foam Bleaching. So, ich zeige es euch nochmal ganz kurz, und zwar das sieht so aus. Das ist hier die Verpackung. Und das nehmt ihr dann einfach hier raus. Da habt ihr so eine Skala, wo ihr eintragen könnt, welche Stufe ihr schon habt. Und das ist der Smile Secret Pen. Da drückt ihr dann die Flüssigkeit raus, die ihr auf die Zähne auftragt. Und das ist das Mundstück von dem Foam Bleaching. Da habt ihr 16 LEDs drinnen und den Anstecker natürlich fürs Handy, in dem Fall das iPhone. Und ich nehme jetzt das ist ein kleiner Trick, den habe ich euch ja schon gezeigt. Ich nehme jetzt einfach ein Taschentuch her und trockne meine Zähne ab, trage das Gel auf und dann 16 Minuten warten. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei Tag 3. So Leute, willkommen zurück am Tag 3. Und zwar werden wir jetzt wieder das Foam Bleaching benutzen und ich werde euch noch kurz was dazu erzählen. Und zwar bin ich inzwischen, also vorher war ich bei Nummer 5, das habe ich hier angekreuzt. Und wir werden dann später mal schauen, oder wir können eigentlich gleich schauen, bei welcher Nummer ich jetzt angekommen bin, damit ihr mal so zwischendurch seht. Ich weiß auch nicht, wo wir sind hier. Ich würde sagen, bei Nummer 4. Seht ihr das? Also Nummer 4 würde ich sagen, sind wir jetzt inzwischen angekommen vor der dritten Anwendung. Und ja, jetzt werden wir einfach, ich muss das mit dem Handy auftragen, weil ich keinen Spiegel hier habe. Wir werden einfach wieder ein Taschentuch oder ein Klopapier zur Hand nehmen, um uns vorher die Zähne abzutrocknen. Und dann wieder das Foam Bleaching zur Hand nehmen und das Gel auftragen. Anschließen und 16 Minuten dann warten. Und weil noch die Fragen gekommen sind inzwischen, wie benutze ich die Produkte von Smile Secret, also wie oft und so weiter, du kannst das Foam Bleaching bis zu zweimal am Tag benutzen. Ja, ich würde es jetzt nicht zweimal am Tag benutzen, aber es würde gehen laut Smile Secret, aber ich würde es einmal am Tag benutzen. Zum Beispiel, ich benutze es schon seit einem Jahr, aber natürlich nicht durchgehend, sondern immer wieder mal, also so einmal im Monat, kann man es zum Beispiel machen, dass man 5 oder 7 Tage die Produkte durchgehend benutzt.
Die Zahnpasta, die könnt ihr täglich benutzen, in der Früh und am Abend ganz normal. 2 Minuten Zähne putzen damit. Das bringt euch schon durchgehend immer eine also saubere Zähne und hellere Zähne auch. Und dann könnt ihr noch das Kokosmalzpulver verwenden. Das könnt ihr auch täglich verwenden. Ich benutze das aber nur jeden zweiten bis dritten Tag dazu. Also die Zahnpasta, dann das Kokosmalz jeden zweiten bis dritten Tag dazu. Und dann das Foam Bleaching jeden Tag für 7 Tage zum Beispiel, damit man wirklich ein tolles Ergebnis erzielt. Und die Coco Stripes sind für einen Soforteffekt sozusagen, wenn ihr sagt, hey, ich gehe heute Abend mit meinen Freundinnen raus oder ich habe irgendwie ein Fotoshooting oder sonst irgendwas, dann benutzt ihr die vorher noch, um einen richtig krassen Soforteffekt zu haben. Die finde ich persönlich richtig, richtig cool und die hat sie am Anfang gar nicht gegeben. Die sind dann ins Produktsortiment dazugekommen und ich war sehr, sehr begeistert. Ich habe sie euch schon öfter auf Instagram gezeigt, die Anwendung. So, und jetzt starten wir direkt mit dem Foam Bleaching. Vor lauter Gelaber kriege ich eh schon keine Luft mehr. Und zwar machen wir uns zuerst wieder die Zähne trocken. Natürlich vorher die Zähne putzen. Und reinigen. Ich habe heute nur die Zahnpasta benutzt, nicht das Coco Smile. Und dann tragt ihr jetzt mit diesem Smile Secret Pen, das sieht so aus, da kommt oben das Gel raus, den tragt ihr jetzt auf die Zähne auf, dann das Foam Bleaching ans Handy und dann geht's schon los. Übrigens, wir sehen uns danach nicht mehr, erst an Tag 4, weil ich kann nicht reden. So Leute, willkommen zurück zu Tag 5 und heute zeige ich euch, wie ich mit der Smile Secret Zahnbürste und Zahnpasta meine Zähne putze und dann tragen wir noch gemeinsam die Coco Strips auf. Das ist jetzt in diesem Video was ganz Neues, aber ich zeige euch die Anwendung, die werden oben und unten auf die Zähne aufgetragen und die bleiben dann 20 Minuten drauf und später blende ich euch noch ein Vorher-Nachher-Bild ein. So, wir starten direkt mit dem Zähneputzen. Und zwar ist diese Zahnpasta vegan und cruelty-free, paraben-free und peroxid-free. Das bedeutet, die hat keine Peroxide enthalten. Die sind nämlich schädlich für die Zähne. So Leute, und jetzt geht's an die Coco Stripes. Und zwar sind die in dem Ultimate Bundle enthalten, das ich euch gerade gezeigt habe. Und die werden dann aufgetragen, bleiben 20 bis 30 Minuten drauf. Und die tragen wir jetzt gemeinsam auf. So Friends, ich habe einen leichten Essfehler, aber die waren jetzt 20 Minuten drauf und die sehen dann so aus. Denn dieser Stoff, der in diesen Teilen ist, der
löst sich dann schön langsam auf und man sieht, wie es durchsichtiger wird und nicht mehr ganz schwarz ist. Und jetzt lösen wir die miteinander runter und dann putze ich mir noch kurz die Zähne, um den Rest zu entfernen. So, Friends, das war jetzt auch schon Tag 5 und ich blende euch jetzt mal hier oben mein Vorher-Nachher-Bild ein. Wir können jetzt auch nochmal live hier im Video nachschauen. Und zwar hatte ich vorher 5 bis 6, ich habe dann 5 angekreuzelt, also 5. Und wir haben gerade geschaut, ich will jetzt sagen, ich bin bei circa 2 bis 3, obwohl es bei mir eben schwierig zum Sagen ist, weil ich habe so leichte Abdrücke noch drauf von meiner Zahnspange früher. Und deshalb würde ich sagen zwischen 2 und 3. Ich halte es mal hin. Ja, also wir haben jetzt gesagt zwischen 2 und 3. Das waren jetzt 5 Anwendungen. 4-mal das Foam Bleaching und einmal die Coco Straps. So Leute, das war es jetzt mit dem Live-Test. Mein Fazit kennt ihr ja bestimmt schon. Ihr seht ja die Ergebnisse. Und was ich noch sagen wollte, ihr könnt mir auch gerne alle eure Fragen unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe schon so viele Fragen zu Smile Secret beantwortet, also ich bin da wirklich ein Profi. Wenn ich eine Frage nicht wissen sollte, dann kann ich auch gerne Smile Secret selbst anschreiben, denn die haben einen tollen Kundenservice. Ihr habt übrigens auch 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Und deshalb kann da nichts schief gehen. Ich habe erst von 2 Fällen gehört, bei denen es nicht funktioniert hat. Da hat aber Smile Secret dann auch das Set ausgetauscht oder das Geld zurücküberwiesen. Und ja, das ist jetzt alles, was ich dazu sagen kann. Nutzt auch gerne meinen Rabattcode. Ich blende den da hier nochmal ein. Und wenn ihr unten auf den Link klickt, kommt ihr direkt zu den Produkten. Ja, da bekommt ihr nämlich 30% auf alles. Richtig cool. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen und keep smiling!